Hallo, mein Name ist Silvia Klein und ich möchte heute etwas aus meinem Buch Nachts in aller Gedanken grau vorlesen. Das ist im Januar 2020 bei Perlplaneta erschienen und es ist eine Geschichte über zwei junge Menschen, die beide auf ihre eigene Art versuchen, ihre Vergangenheit zu entfliehen und so in Amsterdam landen und dort sich begegnen und dann das gesamte Chaos der 20er mit allem, was dazugehört, erleben. Endlich erlangte Kelly die Kontrolle über ihren Körper wieder. Sie versuchte hektisch, sich von ihrer Schürze zu befreien, zerrte an dem Knoten, bis er endlich nachgab und warf sie in den Schrank. Dann griff sie nach ihrer Jacke und Tasche und lief aus dem Café, bevor jemand etwas sagen konnte. Es war ihr egal, dass sie sich wie ein Arschloch verhielt. Es war ihr egal, dass sie komplett gestört wirkte. Es war ihr egal, dass es kalt und glatt war. Sie wusste nur, dass sie weg musste. Weiter weg als nur bis zur nächsten Straßenecke oder in ihrer Wohnung, weg von allem. Von falschen Hoffnungen, von vergebenen Träumen. Und sie wusste auch, wie sie das schaffen konnte. Die Unordnung in Kellys Zimmer war nichts im Vergleich dazu, was in ihrem Kopf vor sich ging. Mark hatte innerhalb einer halben Stunde geantwortet und das Flugticket per E-Mail geschickt. Entweder hatte er einiges dafür ausgegeben, dass sie mit ihm in letzter Minute auf die Kanaren fliegen konnte, oder er war davon ausgegangen, dass er sich anders überlegen würde und hatte bereits vor einiger Zeit für sie gebucht. Oder er hatte jemand anderen als Backup-Plan gehabt, sie wollte es nicht wissen. Die anfängliche Erleichterung war schnell verflogen, als sie vor ihrem alten, ausgeblichenen blauen Koffer stand, umgeben von ihren Sachen. Sie war unvorbereitet für das hier, hatte keine Ahnung, was sie mitnehmen sollte und keine Zeit, um noch irgendetwas zu besorgen. Der Flieger ging morgen früh. Es war egal, sie wollte nur weg von hier. Mark hatte vorgeschlagen, dass er bei ihm die Nacht verbrachte, doch sie hatte abgelehnt. Kelly sah schrecklich aus, ihre Gedanken waren nicht annähernd geordnet und sie wollte nicht, dass er sie so sah. Er würde merken, dass etwas nicht stimmte, doch sie konnte nicht mit ihm darüber reden. Er würde das nicht verstehen. Vor allem war es bereits schmerzhaft genug, sich selbst eingestehen zu müssen, versagt zu haben. Auf einmal klopfte es an der Tür. Wer wollte denn jetzt etwas von ihr? Kelly wollte niemanden sehen, auch nicht den Postboten oder einen Nachbarn. Aber es könnte etwas Wichtiges sein und sie hatte nicht die Energie, später darüber nachzugrübeln, ob sie nicht doch hätte öffnen sollen. Nicht heute. Also schleppte sie sich zur Tür. Jede Kraft war an diesem Nachmittag von ihr gewichen und sie hatte sie nicht wiedergefunden. Jeder Schritt war anstrengend. Sie öffnete die Tür. Ohne zu fragen, trat Wesley ein und ging um sie herum, als wollte er sicherstellen, dass sie ihn nicht wieder hinausschieben konnte. Als ob er wusste, dass sie genau das am liebsten getan hätte. Er sah sie an und schien nach Worten zu ringen. Kelly wollte nicht hören, was sie ihr mitzuteilen hatte. Sie wollte nicht daran erinnert werden, wie sie versagt hatte, wollte keine tröstenden Worte hören, die er selbst nicht glaubte. Doch stattdessen wanderte Westys Blick zu dem offenen Koffer auf ihrem Bett und ihren Habseligkeiten, die darum verstreut waren. »Was zum Teufel tust du?« Seine Stimme klang gefährlich ruhig. So hatte sie ihn noch nie erlebt. Kelly beschloss, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Sie wusste, dass sie versagt hatte. Er wusste es. Sie hatte nicht die Stärke, das auszusprechen. »Ich gehe.« »Was?« Sie konnte ihn nicht ansehen, als sie zu erklären begann. Mark hat mich eingeladen, mit ihm für 2 Wochen wegzufliegen, also werde ich das tun. Das ist also seine geniale Lösungsstrategie? Wovon redest du? Sie war zu müde für diese Diskussion. Ich bitte dich, du kannst mir nicht weismachen, dass das ja kein Weglaufen und Verdrängen ist. Kelly konnte nicht fassen, dass er sie durchschaut hatte. Dadurch fühlte sie sich dumm. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Gab sie zurück, ohne auf seine Bemerkung einzugehen. Wieso sollte sie sich auch rechtfertigen? Er verstand es nicht, Wesley hatte keine Ahnung und er wollte es vermutlich auch nicht verstehen. Was wollte er? Möglicherweise es nochmal probieren? Er sagte es so, als wäre es das Natürlichste der Welt. Als könnte sie es einfach nächstes Mal schaffen. Ich weiß noch nicht, ob ich wieder zurückkomme. Sie sprach aus, woran sie die ganze Zeit gedacht hatte. Der Plan B. Verschwinden, nicht zurückblicken und neu anfangen. Es hatte schon einmal funktioniert, weshalb nicht wieder? Endlich sah sie Wesley an. So viel Kraft konnte sie gerade noch aufbringen. Er schaute, als hätte sie ihn geschlagen, als hätte sie ihn verraten.
Doch das hatte sie nicht. Sie war eine Enttäuschung und eine Katastrophe, aber das hier war kein Verrat. Wieso kümmerte es ihn überhaupt? Warum war er hier? Bitte sag mir, dass du das nicht so meinst. Sie wandte ihm den Rücken zu, ging zu ihrem Bett und begann Kleidung in den Koffer zu legen. Irgendwann musste sie ja damit anfangen. Wieso also nicht jetzt? Sie verstand nicht, was Wesley ihr sagen so wollte. »Sehe ich aus, als ob ich Witze mache?«, fragte sie ihn. »Du siehst aus, als entscheidest du dich für die feige Variante.« Er war wütend. Das war okay. Mit Wut konnte sie umgehen. Trotzdem wollte sie, dass er verstand. Sie wusste nicht, weshalb ihr das wichtig war. Aber sie wollte, dass er es wusste. Dass sie nicht ging, was sie sich auch aus der Affäre ziehen wollte, sondern weil nichts zu retten war, was sie sich nie hätte einbilden sollen, studieren zu können. »Nein«, sagte sie leise, »so ist das nicht.« »Dann erklär mir verdammt nochmal, was das hier ist.« Fassungslos starrte er sie an. Wieso verstand er es denn nicht? Es war doch offensichtlich. Er würde sie nicht in Ruhe lassen, bevor sie ihm eine Antwort gegeben hatte. Kelly wollte nichts mehr, als allein zu sein. Sie ließ den Pullover los, den sie in der Hand gehalten hatte. Beinahe lautlos fiel er auf den Boden. »Wesley, es ist egal, ob ich die Prüfungen noch einmal oder noch 10-mal wiederholen kann. Ich kann es nicht und ich konnte es nie. Ich habe mir eingebildet, etwas aus meinem Leben machen zu können. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich bin nicht schlau und ich kann nichts durchziehen. Wie hätte es funktionieren sollen?« Tränen flossen aus ihren Augen. Wie waren die denn dorthin gekommen? Sie weinte nicht vor anderen Leuten. Nicht früher und sicher nicht jetzt. Wesley schwieg und lief auf und ab. Es machte Kelly nervös. Was versuchte er damit zu erreichen? Konnte er nicht einfach gehen? Es war ein Fehler, Kelly. Es hätte jedem von uns passieren können. Hätte es nicht. Er lief immer noch in ihrer kleinen Wohnung hin und her. Verdammt, auch wenn du es dieses eine Mal nicht geschafft hast, kannst du doch nicht einfach so verschwinden. Du gibst viel zu viel auf. Du kannst viel mehr als einfach zu gehen und in dein Leben zurückzukehren, das du hinter dir lassen wolltest. Wann würde er endlich aufhören und sie in Ruhe lassen? Kelly sprach das Erstbeste aus, was ihr in den Kopf kam. Es gab eine Zeit, in der hättest du das hier gefeiert. Du konntest es gar nicht erwarten, dass ich endlich verschwinde. Können wir bitte dorthin zurückkehren? Warum interessiert es dich überhaupt, was ich tue? Abrupt blieb Wesley stehen. Dieses Mal war er derjenige, der sie nicht ansehen konnte. Stattdessen starrte er die Wand hinter ihr an. Sollen wir das machen? So tun, als wäre alles genauso wie vor 3 Monaten? Ja, sie schrie das Wort fast hinaus. Wieso war er immer noch hier? Okay, sagte er endlich und dann noch einmal zu sich selbst. Okay. Dann, schneller als sie reagieren konnte, war er verschwunden. Sie ging zur Tür, um sie zu schließen. Auf einmal war es still. Endlich war sie allein. Aber warum fühlte es sich so falsch an? Sie wollte zurück zu ihrem Koffer, doch so weit schaffte sie es nicht. Stattdessen fand sie sich auf einmal auf dem Boden wieder und merkte, dass sie zitterte. Träne um Träne strömte aus ihren Augen und so sehr sie es auch versuchte, sie konnte keine einzige aufhalten. Schließlich gab sie auf.